Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Wir machen heute ein Auswahl-Orakel und normalerweise kommt ja immer das Sonntags-Goodie sonntags, aber ausnahmsweise kommt es heute samstags, weil morgen Neumond ist. Ja, 15 Uhr. So, dabei belassen wir es. Sucht euch eine Seite aus. Ich tue mir heute ein bisschen schwer. Heute. Ich lege mal was dazu, vielleicht wird es dann klarer. Ich nehme die rechte Seite. So, wir haben die Tatkraft und den Mut. Hier ist ziemlich was los energetisch. Ich sage gleich mehr dazu. Wir haben den Storch, der eine fruchtbare Phase ankündigt. Und wir haben hier die Aufforderung, zu uns selbst zu stehen. Wir sind alle ein bisschen speziell. Jeder ist anders und genau das ist hier unser Erfolg. Der Storch bringt uns ja hier die Veränderung und diese heraufziehenden Sturmwolken, die kündigen dasselbe an. Ne? Die sagen, hier zieht ein Gewitter auf, hier verändert sich was. Zögere nicht, stehe zu dir, zu deinen Ängsten, tu etwas. Und wenn sich Veränderungen anzeigen am Himmel, dann darf man hier auch zur Tat schreiten. Man darf nach vorne gucken, sich auf seine Dinge, die man so kann, besinnen. Allerdings mit einem klaren und festen Blick. Ne? Der Geist wird ein bisschen belebt. Und es ist auch nicht erforderlich, dass wir 100% wissen, wo wir rauskommen, sondern dass wir einfach mal anfangen oder eine Entscheidung treffen, wohin die Reise gehen will. Das ist ja auch oft so was, dass man überlegt und überlegt und es bleibt einfach beim Überlegen, anstatt mal irgendeinen Schritt zu machen in eine Richtung. Wenn wir jetzt hier sagen, okay, ich weiß vielleicht nicht ganz, was ich will oder ich bin nicht so geklärt, dass ich weiß, wo ich ende, dann finde ich das sehr passend, denn wir kriegen hier den Mut mit, ne? Dass wir eben standhaft allem entgegentreten können, dass wir irgendwie auch so ein bisschen Kämpfer sind, dass wir hervortreten können, dass wir für uns selbst einstehen können, unsere Stimme erheben, auch für die, die vielleicht ein bisschen weniger Glück im Leben haben. Und es ist nicht die Zeit, wo man Zurückhaltung übt, wo man das graue Mausdasein nährt, wo man sich von Glaubenssätzen auch von anderen einschränken lässt, sondern es ist eine Zeit, wo man die Leidenschaft wieder ins Leben bringt, um etwas zu bewirken. Mutig sein bedeutet hier nicht, dass man ohne Furcht ist, sondern
Es bedeutet auch, dass man vielleicht irgendwo eine Furcht hat, aber sich davon nicht hemmen lässt. Man nimmt die Angst an und schreitet zur Tat. Man setzt ein Zeichen. Man spürt sowas wie Tapferkeit und so, ne? Und da haben wir mit dem Storch dann schon die Veränderung liegen. Wenn wir mal den ersten Schritt getan haben, kommt hier eine fruchtbare Phase auf uns zu. Es wird hier sozusagen Frühling werden. Frühlingsgefühle, ein neues Leben beginnt. Eventuell begibt man sich auf eine Reise, man hat kreative Ideen, ungewöhnliche Menschen kreuzen den Weg, neue Beziehungen bahnen sich an, man kann mit irgendetwas Zugewinn rechnen, Wünsche können in Erfüllung gehen und die Vorhaben stehen unter einem guten Stern. Man fühlt sich getragener. Hier ist auch so, sind so neue Begleiter, ne? Im Leben. Man bekommt unerwartet Hilfe oder Geschenke. Und man fühlt es einfach, ne? Man liegt so wie auf der Erde und fühlt sich getragen. Und es ist ja auch das Ding dahinter, dass man empfängt und annimmt, was man bekommt. Für viele vielleicht auch mit dem Glaubenssatz verhaftet, es ist mir unangenehm, wenn ich etwas bekomme. Aber hier kommt sozusagen ein Geschenk auf uns zu, das das Leben uns zurückgibt und das uns auch wieder so in das Ding reinbringt, dass wir wissen, dass wir versorgt sind und dass es uns zusteht, Gutes zu empfangen. Super Sache, freue ich mich. Nehmen wir die andere Seite. Was habt ihr Schönes? Ihr habt auch das Annehmen, den Wandel, die Innenschau und das Großwerden. Hier kommt es, zu Dingen, die warten, dass sie gedeihen können. Man fühlt sich verjüngt irgendwie, ne? Man spürt aber auch, dass man nicht immer jung ist, aber man fühlt eine Veränderung. Man möchte an etwas wachsen. So, dann habt ihr hier mit den tanzenden Wolken natürlich gleich voll die Verwandlungsenergie an sich. Ja, und hier ist es eben so, dass man seine Richtung geändert hat oder seine Richtung ändern will. Und dass man vielleicht auch Meinungen über Bord geworfen hat. Und die Aufforderung auch, dass es vielleicht manches ist widersprüchlich, aber es ist trotzdem an der Zeit. Und es ist vor allem wichtig, die Bedürfnisse und Erwartungen anderer beiseite zu schieben, auf sich selbst zu hören, keine Traditionen mehr befolgen, wenn man die eigenen hat, sich frei zu fühlen, sich zu verwirklichen. Die Karte sagt auch, nur weil man etwas schon kennt und weil man denkt, es wäre dann immer so, muss es nicht so sein. Und sie sagt auch, wir können zwar nicht ändern, dass wir mit dem Außen bei irgendetwas konfrontiert werden. Wir haben keinen Einfluss drauf, aber wir können entscheiden, wie viel Bedeutung wir den Dingen schenken. Geht es so ein bisschen darum, diese Bedeutungen unbeschwert zu halten, ne? Dass man einfach sagt, okay, ich nehme es wahr, aber es beeinflusst nicht mein ganzes Leben. Wir sind nicht immer jung, ne? Das, was in der Jugend war, vielleicht auch da, wo man aufgewachsen ist, muss nicht immer so bleiben. Und dann kommt ihr hier ins Annehmen. Da sind vielleicht viele Emotionen. Möglicherweise fühlt sich auch etwas unangenehm an. Jedoch ist es hier so, dass diese Sache, die sich unangenehm fühlt, einfach einen großen Wert hat, einen großen Stellenwert. Und es ist hier auch die Aussage, wenn dir das mal passiert, dass du zu viel an Emotionen in dir hast oder dass es trübe ist oder so.
dass die Seele regeneriert einfach wieder. Und hier ist ein Wachstum auf der spirituellen Ebene und auf der materiellen Ebene, wenn man die Emotionen auch so akzeptiert, wie sie sind, ne? Alle davon, auch die Wut oder die Blockaden oder das Schöne, also von allem gibt es ja Emotionen, die Trauer. Dann kann man hier Dinge bewegen, die ja einen in einen gesegneten Zustand bringen. Manchmal ist es auch so eine Zeit, wo man merkt oder wo man denkt, irgendwie stockt alles, ne? Und hier kommt wieder so ein bisschen mehr Experimentierfreude auch, ne? Okay, als Krafttier habt ihr die Amsel dabei. Die bringt euch das Thema Innenschau mit. Ja, und auch eine gute Nachricht, denn wer die Amsel singen hört, der kann sich freuen. Irgendwo wartet eine Botschaft. Die Amsel zeigt eine Phase an, wo sich Dinge zum Besseren wenden oder wo sich ertragreiche Phasen einstellen, wo die Sterne günstig stehen, wo Vorhaben gelingen. Und die Amsel ruft aber auch, um uns an unsere geistige Freiheit und die innere Welt zu erinnern. Hier gibt es ein anderes Gleichgewicht für euch. Ihr bringt etwas in Balance. Aber auch die Sinne sollen offen sein fürs Empfangen, auch von Botschaften oder für Nachrichten, die man über Träume und Eingebungen kriegen kann. Spannende Sache, ich glaube, ich mache das öfters mal so. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Heute Mittag, wie gesagt, 15 Uhr kommt das Neumond-Orakel. Ich drücke euch und bis dann.